Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nutino hat Beautyboxen und ja, ich habe jetzt das erste Mal dort bestellt und mir tatsächlich auch welche gekauft. In diesem Video seht ihr die Korean Beauty Box und in einem anderen Video seht ihr die Volume Me Up Unleash Your Hair's Potential Box. Aber das hier ist jetzt diese hier. Die hat 28,40 Euro gekostet. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Nutino ist ein Online-Shop, da findest du Diverses drin. Also da gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, was gibt es da alle? Alles. Also du kriegst da Drogerieprodukte, du kriegst High-End-Produkte und ich finde, das ist ein Online-Shop, der eigentlich relativ zu kurz immer wieder kommt. Man kann halt easy peasy dort bestellen. Das habe ich jetzt ja auch gemacht. Ich habe dadurch, dass ich die beiden Boxen bestellt habe, auch keine Versandkosten zahlen müssen. Und ich finde die Boxen sehr, sehr schön. Man kann hier diesen Schuber einmal optisch schon mal, ne? Den Schuber kann man entfernen, da sind die Inhaltsstoffe aufgeführt und das scheint die Nutino Box Nummer 11 zu sein. Auch interessant, ne? Schaut einmal so aus. Richtig, richtig schöne Geschenkbox. Vielleicht nehme ich die einfach als Verlosungsbox demnächst mal. Ich brauche demnächst ja ein paar, ne? Hä, wo gehe ich? Wo kriege ich die denn auf? Da! Oh, das wär's jetzt nicht. Oh, okay, You Glow Girl. Ach, guck mal. Thank you for your purchase. Dann hast du auch direkt nochmal fürs nächste Mal 10% Rabatt mit am Start. Das finde ich doch ganz nett. So. Dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Also, wie gesagt, erstmal ein 10% Rabattgutschein. Let's see what's inside. Oh ja, das ist schon mal ganz gut gefüllt. Und da sind einige Produkte drin, die ich auch schon kenne tatsächlich. Das ist schon mal eine richtig coole Sache. Hier zum Beispiel Clean It Zero, der Cleansing Balm von Vanilla Co. Der ist gut, mag ich auch gerne tatsächlich. Mein Favorite ist und bleibt der Yepuda The Calm Balm tatsächlich, aber das ist auch eine sehr, sehr gute Alternative. Den würdet ihr, wie gesagt, bei Nutino bekommen, den bekommt ihr aber auch bei Purish. Manchmal bekommt ihr auf diese Marke Vanilla Co. auch mit Claudis Welt 15% Rabatt. Das ist jetzt noch komplett verschlossen, den lasse ich jetzt auch erstmal zu. Ich habe noch einiges offen. Ich wusste übrigens nicht, dass Vanilla Co. auch eine koreanische Marke ist. Sehr interessant, ne? Ja. Finde ich gut. Den hatte ich auch schon mal in einem, ich glaube, Stylevana oder Yes Style Adventskalender, aber ich glaube nicht in so einem süßen Pöttchen. Ich glaube, das war nur eine Probe drin. Der Blueberry Hydrating Honey Lip Balm von Frodiya. Ist das nicht süß? Ich habe aktuell einen in Anwendung von Colourpop und der ist auch in so einem kleinen Pöttchen. Und sowas habe ich dann bei mir am Bett stehen abends und das finde ich süß. Finde ich knuffig. Ja. Dann habe ich hier AHA, BHA, PHA, 30 Days Miracle Serum. Oha. Und Centella Asiatica ist auch noch mit am Start. Some by Me. 50 ml haben wir hier drin. Das ist eine Marke, die ich jetzt auch schon öfters mal bei, also in Adventskalendern so gesehen habe. Ja. 14,5% Centella Asiatica, das ist gut, weil das hautberuhigend ist. Dann hast du Real Tea Tree, also Teebaumöl mit dabei. Also das ist richtig krasses Zeug, ne? Das ist porenreinigend oder porenpflegend, aufhellend, feuchtigkeitsspendend. Und das ist wirklich bitte nur im Winter verwenden, wirklich vorsichtig rantasten. Weil du alle möglichen verschiedenen Arten von Säuren halt fürs Gesicht hast. PHA ist so eine mildere Säure. Das ist halt auch so eine Einstiegssäure. Ich habe euch hier mal ein Video gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da geht es zwar um Dalton-Produkte, aber da geht es ja auch generell um Säuren. Ne? AHA ist mehr so Fruchtsäure, also Anti-Aging. BHA ist eher so Salicylsäure, also Richtung Unreinheiten bekämpfen. Ne? Und wenn du hier alles zusammen hast, klar, danach kriegst du wahrscheinlich auch eine super Haut, aber bitte verwende das vorsichtig. Am nächsten Tag definitiv Lichtschutzfaktor, sowas definitiv nur abends verwenden und sowas definitiv auch erstmal vorsichtig drauf machen, eine Minute einwirken lassen, abwaschen, am nächsten Tag gucken und nur erstmal so an einer kleinen Stelle ausprobieren, ne? Ich würde dann nicht direkt in die Vollen gehen, weil dann kannst du auch schnell dazu neigen, so eine Überpflegereaktion zu bekommen. Das hatten tatsächlich nämlich schon einige Freundinnen von mir und da kann ich gar nicht oft genug das in meinen Videos erwähnen, weil ich möchte euch davor bewahren. Das ist eine Plastikverpackung und kommt mit einer Pipette raus, ne? Ich sag mal, wenn man wirklich schon Säure gewöhnt ist und die Haut das kennt und so, go for it. Definitiv, das kann man sich definitiv drauf machen und dann die Haut damit richtig behandeln. Ich würde da aber wirklich vorsichtig mit umgehen, weil hier steht ja auch extra 30 Days drauf, also dass du es wirklich 30 Tage am Stück verwenden sollst. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Dann habe ich hier etwas, Snail Repair Intensive BB Cream. Farbe 21, das ist mutig, hier was in der Farbe reinzupacken von Mison mit Lichtschutzfaktor 30, UVA und UVB-Schutz.
So eine kleine Größe mit 20 Millilitern. Ist das die, die wir schon alle kennen? Nee, die hat eigentlich einen Lichtschutzfaktor von 50, ne? Auch interessant. Und 21 passt mir, glaube ich, sogar. Da ist hier sogar dekorative Kosmetik drin. Das finde ich ehrlich gesagt einerseits gut, weil mir, glaube ich, die Farbe auch passen wird, ne? Hab ich noch was? Ja, ich habe noch ein bisschen Glitzeraufwand. Ich habe eben was abgedreht. Andererseits finde ich es ein bisschen mutig, weil nicht jeder hat diesen Hauttypen, ne? Oh, hätte ich das vorher schütteln müssen wahrscheinlich. Da kommt jetzt gerade nämlich sehr viel Öl raus. Manchmal hat man das nämlich, dass man das erstmal so durchschütteln und durchkneten muss. Erstmal hier Sport abends um halb neun, ich sag's euch. Eieiei. So, dann gucken wir mal. Ja, manchmal hat sich das dann so ein bisschen separiert. Ja, wie gesagt, ne? Mutig, mutig. Mutig, mutig, mutig. Für mich passt es 1A. Keine Frage. Ja, das ist meine Farbe. Aber wird nicht jedem passen. Relativ geruchsneutral, ne? Ich mache mir das jetzt aber mal von der Hand ab. Sehr feuchtigkeitsspendend. Das lag jetzt aber auch noch an dem Öl, was damit rausgekommen ist. Wird auf jeden Fall im Gesicht getestet, weil ich sowas auch spannend finde, muss ich sagen. Aber Farbe Nummer 21. Merkt euch das. Ich kann es nicht oft genug sagen. Okay, eine spannende Box. Dann habe ich hier von Dr. Jart Plus das Cizapair Tiger Grass Enzym Foam Cleansing, Cleanser. Das finde ich gut. Das ist so der Gegenpol zu diesem Serum, was wir haben. Diese beiden solltet ihr jetzt besser nicht in Kombination verwenden, weil das ist ein bisschen viel Peeling für die Haut. Ne? Ja, aber Enzympeelings verwende ich jetzt halt jetzt noch bis Oktober. Definitiv 30 Milliliter haben wir hier drin. Sag mal. Aha. 30 Milliliter, wie gesagt, haben wir hier drin. Und das ist auch noch bis November 2024 haltbar. Alles gut. Dann schauen wir mal, wie das so aussieht. Wird ja in der Tube sein, ne? Und das mache ich mir dann, also das wird man als Cleanser verwenden. Also, dass du es quasi zur Gesichtsreinigung generell verwendest, ne? Aber du hast hier halt auch noch Enzym mit dabei. Das wird dann auch ein bisschen peelende Eigenschaften haben. Deswegen würde ich das auch eher wie ein Peeling verwenden. Das heißt, zweimal die Woche und jetzt nicht jeden Tag, weil das meine sensible Haut halt echt nicht aushalten würde, bin ich ehrlich, ne? Nö, aber finde ich gut. Das finde ich gut. Mag ich. Mag ich. Dann habe ich hier noch drin, also das ist echt eine gut bestückte Box. Gut für 28,40 möchte man das ja auch, ne? Mixzone oder Mixzone Bean Essence. Bohnenessenz, interessant. Minimal Beauty Brand that contains only the essential ingredients for the skin. 50 Milliliter. Also hier soll nur das drin sein, was man halt so für die Haut braucht. So, ich würde es jetzt gerne eigentlich auspacken. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Genau. Aber solche Essenzen sind auch so ein Zwischending. Also du verwendest eine Essenz im Prinzip zwischen Toner und Serum. Ne? Das ist dann so die Reihenfolge, wenn man eine Essenz verwendet, weil du verwendest diese ganzen Produkte aus diesem K-Beauty-Bereich oder generell anhand der Konsistenzen. Also du fängst an quasi mit Wasser, also mit Reinigung, dann kommt der Toner, dann kommt die Essenz, das Serum, ja, und dann kommt die Creme, der Lichtschutzfaktor, ne? Was man halt so braucht. Und vor einem Serum würde ich dann halt, wie gesagt, eine Essenz verwenden oder halt eine Tuchmaske oder so. Genau. Ja, und vor dem Toner würde ich eine Maske verwenden, die man abwischt. So, ja, ein paar so Sachets haben wir hier noch richtig einige drin. Corica, Korean Heritage, Artemisia und fermentiertes Sojabohnenextrakt. Interessant. Eine beruhigende Maske haben wir hier, eine Tuchmaske. Sowas mag ich. Das wird auf jeden Fall jetzt auch in Anwendung kommen. Kann ich mir sogar vielleicht für heute Abend gut vorstellen. Jetzt, wenn ich hier so einen Drehtag habe oder Drehabend, das ist ja heute eigentlich eher so für mich, und ich mich dann abschminke und dusche und so, dann kommt sowas Beruhigendes immer ganz gut für mich. Dann, die Marke sagt mir aber gar nichts, ne? Dann habe ich von J. June, die hatte ich jetzt schon mal, eine entspannende Maske. Orca Phytomucin. Mucin ist, glaube ich, ein Pilz, ne? Start your day with the energy of vegetable mucin. Everything's gonna be orca. Ein Wortspiel, aha. Sehr viel Serum, 25 Milliliter sind hier in der Tuchmaske mit drin. Das soll Strahlkraft geben und Faltenpflege geben mit Niacinamide. Das steht hier an dritter Stelle, also Wasser, Glycerin, Niacinamide. Das ist halt echt cool. Relativ weit oben steht auch Panthenol hier mit drin. Fruchtextrakt, also Vitamin C hast du hier auch noch mit am Start. Centella Asiatica beim Überfliegen. Rosmarin haben wir hier mit dabei. Mhm.
sehr, sehr interessant. Hört sich echt vielversprechend an. Oh, noch eine Tuchmaske. Ich liebe Tuchmasken. Dr. Jart Plus haben wir hier auch nochmal als Tuchmaske vertreten. Vital Hydra oder Vital Hydra Solution. Das soll Feuchtigkeit spenden. Ja, das finde ich auch nett. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, Waterjet. Sehr geil. Genau, und hier haben wir auch Glycerin an zweiter Stelle drin. Also das, was mich jetzt so am meisten angesprochen hat, ist diese Okra, das ist die, es gibt diese Pflanze. Ja, hier ist ein Orca drin, weißt du Bescheid, dann kannst du ganz toll schwimmen. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt tatsächlich die K-Beauty-Box gewesen. Ich finde sie sehr, sehr interessant. Man hat hier verschiedene Produkte drin. Was ich vermisse, ist ein Lichtschutzfaktor, bin ich ehrlich. Man hat aber auch was zum Double Cleansing mit dem Reinigungsbalsam und dem Enzymreiniger, ne, den man dann aber ehrlich gesagt lieber nur zweimal die Woche verwenden sollte. Eine BB-Cream, die ein bisschen crazy ist, aber ich finde sie gut. Dann, also auf den ersten Blick, das mit dem Serum ist vorsichtig, ne, aber wenn man K-Beauty betreibt, dann ist man auch, glaube ich, ein bisschen mehr into Skincare. Also dann hat man, das hat sich gereimt, ne, dann hat man auch ein bisschen mehr die Kenne, dass man dann auch so weiß, was man miteinander kombiniert und so. Also wer sich wirklich damit beschäftigt, meine Erfahrung halt nach so, ne? Da kommst du halt ein bisschen mehr in diesen Groove, dass du dann auch weißt, okay, AHA, BHA, das verwende ich jetzt nicht jeden Tag und so weiter, ne? Und dass man auch wirklich zielgerichtet die Produkte verwendet. Naja, aber mir persönlich hat die Box gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich kann sie euch empfehlen, verlinken, wie auch immer, ne? Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.